Das war es also. Cloud wollte nur wahrgenommen werden von Zuni. Tut mir leid, Cloud. Wenn ich mich nur besser daran erinnern hätte können, was passiert ist, dann hätte ich früher etwas unternehmen können. Nein, es ist nicht deine Schuld, Zuni. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir 8 Jahre waren. Das ist es. Jetzt weiß ich Bescheid. Du wurdest nicht vor 5 Jahren erschaffen. Meine Kindheitserinnerungen sind nicht alles Täuschung. Halt durch, Cloud. Nur noch ein bisschen. Wir sind ganz nah daran, dein wahres Ich zu finden. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Chaka zusammen. Ja. Moment, ich nehme mal noch einen Wüstendrink. Lass uns noch einmal zurück nach Nibelheim. Die Erinnerungen fügen sich zusammen. Wir holen Cloud raus aus diesem emotionalen Loch. Dort liegt die Wahrheit verborgen. Wir sind der Antwort ganz nah. Okay, dann auf. Auf was warten wir noch? Juhu! Ja, lauft mal ihr beiden, ihr seid ganz nah dran. Cloud, warte. Wohin? Wo gehst du hin? Der Reaktor? Zum Reaktor, zum Makoreaktor von vor 5 Jahren. Nein! Klang das so ein bisschen nach Matrix? Da ist er! Hey, da ist Cloud! Das ist nicht Cloud. Zack. 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 Du kannst dich erinnern? Zack? Wer ist Zack? Richtig. Zack kam mit Sephiroth nach Nibelheim. Wo warst du denn, Cloud? Wow. Cloud, hast du alles gesehen? Oh oh, mir... Ich hab alles gesehen. Jetzt... Wurde Zack in diesen Makoreaktor reingeschmissen? War das die Fratze, die wir gesehen hatten das eine Mal? Ja. Wer bist du? Mama, Zuni... Meine Stadt, gib sie mir wieder! Ich hatte so viel Respekt vor dir. Ich habe dich bewundert. Cloud hat Sephiroth getötet? Was? Das weiß ich? Cloud? Es geschah so. Hä? Du warst da. Hast mich beobachtet? Als Wächter. Ja, ich weiß. Du warst es also. Er hat sie damals nicht reingelassen. Hey, was? Ja? Ja, das bin ich. Ich habe es nie geschafft, Soldier zu werden. Ich habe sogar meine Heimatstadt verlassen, um jene... Ich schämte mich so. Ich wollte keinen sehen. Das geht jetzt gerade ein bisschen schnell. Wie fühlst du dich?
Du bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt. Ach, er hat mit ihm geredet. Ich bin... Du kamst, du hast dein Versprechen gehalten. Du bist also wirklich gekommen, als ich in der Klemme steckte. Tut mir leid. Ich konnte nicht schneller kommen. Es ist okay, Cloud. Ach, er lebt noch. Typisch. Was hat der da? Was hat der da in der Hand? Was ist denn das? Was ist mit Zack? Tot wahrscheinlich. Was ist denn das? Das ist ein Kopf. Genovas Kopf? Was? Cloud, töte Sephiroth. Hat der das getan? Sephiroth! Oh, geh nicht zu weit. Unmöglich. Was? Er hat... Er hat Sephiroth in diese... War das Marco unten? Was war... Cloud? Dann ist das jetzt der Abschied, Zuni. Bis wir uns einmal wieder treffen. Hm? Wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft. Cloud, werd wach. Erstärke dich. Ja. Komm schon, Cloud. Es fehlt nicht mehr viel. Cloud! Zuni? Cloud, du bist es wirklich, oder? Ja, Zuni. Nun treffen wir uns endlich wieder. Du Dummkopf! Wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht! Ja! Cloud? Ist alles in Ordnung? Stimme, ihre... Ich verstehe, wir befinden uns im Welten, im Lebensstrom, nicht wahr? Alle warten! Lass uns zurückgehen, Cloud! Zurück zu den anderen! Ja, ich glaube schon. Komm, Zuni! Lass uns zurückkehren. Ja! Ja, Cloud! Zu neuer Stärke. Auferstanden. Ja! Oh, was ist mit Midel passiert? Ach du Scheiße! Na, alles klar, Zuni? Hm? Hm? Barrett, du bist also zurück? Ich... Cloud, wo ist er? Der liegt da drüben. Mach dir um ihn keine Sorgen. Er ist ein harter Bursche. Barrett, ich... Als ich im Lebensstrom war, habe ich den richtigen Cloud gesehen.
Ich meine, ich habe ihn nicht wirklich gefunden. Cloud hat sich selbst gefunden. Verstehe. Ich hätte nicht daran gezweifelt dürfen. Was? Gezweifelt dürfen? Ich bin aber echt baff. Du bist ein besonderes Mädel. Ach, Menschen verbergen so viele Dinge in ihren Herzen. Und wie viele Dinge sie vergessen können. Komisch, nicht wahr? Hey, Zuni, bist du okay? Zuni! Zuni! Da sind wir! Ja! Leute, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag nichts, Cloud. Du hast... Ach, aus Versehen gedrückt hast du. Ich war nie Soldier. Ich habe das alles nur erfunden, was mir vor 5 Jahren passiert ist und dass ich Soldier war. Ich habe mein Dorf auf der Suche nach Ruhm verlassen, wurde aber nie als Soldier genommen. Ich habe mich geschämt, so schwach zu sein, und dann hörte ich die Geschichte von meinem Freund Zack. Und ich erfand ein Trugbild von mir, das daraus bestand, was ich in meinem Leben gesehen hatte. Und ich spielte die Charade weiter, als ob sie wahr sei. Trugbild, ziemlich stark für ein Trugbild, würde ich sagen. Ich habe den Körperbau von einem, der Soldier war. Hoyos Plan, Sephiroth zu klonen, war nicht so schwierig. Es war das gleiche Verfahren, das sie verwenden, um Soldier anzufertigen. Versteht ihr? Die Soldier werden nicht nur der Marco ausgesetzt, ihren Körpern werden wirklich Genova-Zellen indiziert. Egal wie, nur die Starken werden als Soldier genommen. Es hat nichts mit der Genova-Vereinigung zu tun, aber schwache Menschen wie ich gehen bei der ganzen Sache unter. Ich bin die Kombination von Genova-Zellen, Sephiroths starken Willen und meiner eigenen Schwäche. Jeder weiß das. Ich bin Cloud. Der Herr meiner eigenen Traumwelt. Aber ich kann nicht mehr länger in einem Traum gefangen leben. Ich werde mein Leben ohne Lügen leben. Du bist echt verkorkst, Cloud. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zu vorher? Nein. Übrigens, Cloud, was wirst du tun? Sag bloß, du willst das Schiff verlassen. Ich bin der Grund, warum der Meteor auf uns... Ich bin der Grund, warum der Meteor auf uns fällt. Darum muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Ding zu bekämpfen. Mit neuer Stärke! Gut, dann kämpfst du also weiter, um den Planeten zu retten? Es ist so, wie du immer gesagt hast, Barrett. Du meinst das ernst? Wie? Ich versteh's nicht. Du kannst aus dem Zug nicht aussteigen, du kannst nicht abspringen, du kannst nicht zurück. Ja! Oh, ist das schön. Neue Stärke. Ein neuer Cloud ist geboren zu neuer Stärke, die er klaut. Was? Ja. Cloud. Ja, was? Ich bin wieder da. Juhu. Hallo. Cloud, deine Geschichte hat mich tief bewegt. Tatsächlich bin ich eine... schwache Person, daher verstehe ich deine Gefühle. Keiner weiß, wann der Kampf beginnt. Wir sollten bereit sein. So, und wir werden uns reformieren, neu formatieren, mit neuer Stärke allen, die kommen, die Fresse polieren. Und, ist das ein schönes Gefühl. So, wir werden aber noch unsere Gruppe bereitstellen. Jetzt ist wieder die Frage, wen nehmen wir mit? Ja, so wenig gesehen. Ja, ich will auf jeden Fall Zuni mit bei haben. Mit den Limits steht da noch so einiges aus. Ja, ich werde mir das ein bisschen genauer überlegen
Und dann sehen wir uns mit neuer Stärke im nächsten Part wieder, um die Welt vor dem Chaos zu retten.